Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Naja, diese regelmäßig auftauchenden Sammelgesetze sind meist nicht sehr spektakulär. Und wir alle sind dann offensichtlich bemüht und angestrengt, Facetten zu finden, an denen man herausarbeiten kann, warum hier mal wieder die Regierung falsch liegt. Das ist nun mal Job der Opposition. Und ich werde mich auch bemühen, das an dieser Stelle herauszuarbeiten. Problematisch bleibt, und das ist jetzt schon mehrfach angesprochen worden, dass wieder einmal turnusmäßig die Laufzeiten von Gesetzen verlängert werden, deren Inhalte aus unserer Sicht problematisch sind. Und nein, werte Vorrednerin, wir können hier nicht in Antrag stellen, ein Gesetz zu ändern, sondern wir müssen schon einen Gesetzentwurf einbringen. Und dann wird über diesen Gesetzentwurf eine Anhörung durchgeführt und nicht über das Gesetz, das wir ändern wollen, weil das wäre dann eben eine Evaluierung. Aber so einfach ist es nicht. Und deswegen sind wir darauf angewiesen, dass eine ordentliche Evaluierung vorgenommen wird. Und naja, die Damen und Herren, die die Evaluierungsunterlagen der Regierung, danke, dass Sie sie uns zur Verfügung stellen, selbstverständlich. Aber wer die schon einmal studiert hat, der weiß doch von der Dichte der Informationen, die wir dort dann bekommen. Und dann haben wir einen Eindruck, wie intensiv eine Bewertung dieses Gesetzes denn wirklich vorgenommen worden ist. Also bestenfalls lachhaft. Und das ist das Problem, was wir mit dieser turnusmäßigen mal pseudo-evaluieren und dann hier wieder durchwinken haben. Ich erinnere daran, um nur ein Beispiel zu nennen, wo wir sagen, das muss man inhaltlich ändern. Wir haben einmal eine Veränderung des Bannmeilengesetzes hier in den Hessischen Landtag eingebracht. Wir sind auch nach wie vor der Meinung, dass es ein alter Zopf ist. Andere Bundesländer kommen ohne ein Bannmeilengesetz aus. Es bleibt dabei, die Bannmeile ist vollkommen überholt. Aber diese Diskussion meiden Sie jetzt wieder, indem Sie das Gesetz einfach um 10 Jahre verlängern wollen. Das ist das Problem. Eine letzte Bemerkung noch zu Ihrem Optimismus. Ich finde es schon, oder ich schätze diese Art von Optimismus, zu meinen, dass wir mit einer einjährigen Gesetzesverlängerung aus der Corona-Krise draußen wären und dann hier wieder ordentliche Gesetzgebungsverfahren machen könnten. Den Optimismus herzlichen Dank dafür und für Ihre Aufmerksamkeit.